Das Staatstheater Oldenburg. Auf der einen Seite historisch imposant, auf der anderen Seite jung und modern. Ich zeige euch heute aber mal, wie es hinter den Kulissen aussieht. Kommt mal mit. Wie ihr hier sehen könnt, wird gerade ein Bart geknüpft. Diese Dame ist so talentiert. Meiner ist nämlich auch gar nicht echt. Der ist auch geknüpft worden, den habe ich mir heute Morgen umgeklebt. Aber wie lange dauert es eigentlich, so einen Bart zu knüpfen? Ach ja, wie lange dauert das? Halbe Stunde? Stunde, Dreiviertelstunde, halbe Dreiviertelstunde, so in der Dreh. Kommt drauf an, ist es ein schmaler, ist es ein Vollbart, ist ein, je nachdem, ne? Also, und dieser Bart jetzt hier, wie lange braucht der? Der dauert vielleicht, ja, Dreiviertelstunde. Eine Dreiviertelstunde für einen ganzen Bart, das ist ziemlich schnell. Ich hätte jetzt vom Schnauzer, ne? Ach, vom Schnauzbart, okay. Schnauzer, ne? Und Sie machen jetzt nur Bärte hier oder was machen Sie sonst noch? Nein, wir machen nicht nur Bärte, wir machen Perücken, wir machen Masken, wir machen Körperteile, Beine, Arme, Köpfe und natürlich schminken wir abends dann auch noch. Das ist eigentlich auch eine unserer Hauptaufgaben, dass wir dann zur Vorstellung die Darsteller schminken. Und somit haben wir hier auch geteilten Dienst, wenn wir jetzt abends keine Vorstellung haben, dann haben wir hier Werkstattdienst und bei der Vorstellung entweder morgens oder abends oder nur abends, je nachdem. Gab es so etwas ganz Besonderes, Pompöses oder irgendwas, was richtig Tolles, woran Sie sich erinnern, was Sie mal gemacht haben? Saul. Also fällt mir jetzt ganz spontan Saul ein und da haben wir sehr viel mit Perücken, Schminken und es war ein sehr aufwendiges Stück für uns. Das war so in den letzten Jahren so ein Highlight. Gut, den will ich jetzt auch nicht länger stören, weil sonst braucht der Bart doch noch irgendwie anderthalb Stunden. Ich lasse Sie dann mal jetzt in Ruhe weiterarbeiten. Danke. Hier ist es nicht nur etwas lauter, sondern auch etwas größer. Wir sind nämlich jetzt im Malersaal, wo die Bühnenbilder hergestellt werden. Und wir schauen jetzt mal, ob wir jemanden finden, der uns ein bisschen was dazu erzählen kann. Was gehört denn da so jetzt zu? Also man stellt sich jetzt vor, man hat die Bühne und da ist ein schwarzer Vorhang. Ist das wirklich so? Fängt man wirklich bei Null an oder was wird hier gemacht alles? Man fängt im Grunde genommen immer bei Null an. Das ist schon so. Also jedes Bühnenbild ist eine eigene Geschichte und das kann natürlich sehr einfach ausfallen. Das können gerade im Bereich Tanz, da würden große Bühnenaufbauten natürlich stören. Da ist es ein bisschen spartanischer, aber das kann auch sehr große Bühnenaufbauten sein, die dann erstellt werden in allen Werkstätten. Tischlerei, Schlosserei, letztendlich dann bei uns. Wir sind immer so die Letzten im Glied, die dann ja, das malerisch umsetzen, ob es jetzt solche Sachen sind, wie man hier sieht, Wände streichen oder Rahmen streichen, das ist dann... Wofür ist denn das jetzt alles genau? Also man sieht jetzt hier so ein paar noch schwarze Wände, es wurde von geschliffen. Da hinten sieht man tolle Malereien. Für was für Stücke sind denn? Wann kann man die demnächst mal sehen? Das dauert jetzt noch ein bisschen. Christina, das hat technische Einrichtung Anfang Mai, Christina Königin von Schweden. Da werden aber jetzt schon die Sachen gemalt, weil da müssen 10 Porträts in diesem Stil, so alte Ölmalerei, müssen dort gemalt werden. Das braucht einfach seine Zeit und deswegen sind wir da ein bisschen im Vorlauf. Diese Sachen, die haben nächste Woche technische Einrichtung. Das ist für uns immer so der Termin, wo wir fertig sein müssen. Technische Einrichtung, also Premiere ist für uns gar nicht so der wichtige Termin, sondern die technische Einrichtung, kommt das Bühnenbild das erste Mal auf die Bühne. Das ist jetzt alles für Terror. Das ist momentan hier so auf dem Saal an Stücken. Also wenn ihr das Bühnenbild fertig sehen wollt, müsst ihr natürlich hier ins Staatstheater kommen. Ne? Dann könnt ihr es mal angucken. Und wenn ihr am Ende applaudiert, auch für die Bühnenbildner, weil die stecken hier richtig viel Arbeit rein. Ich diene jetzt einfach mal als Maßstab. Ich bin so um die 1,50 groß. Da kann man mal sehen, wie riesig die Requisiten hier in diesem Haus eigentlich sind. Jetzt sind wir im Magazin und das befindet sich zwischen dem großen und dem kleinen Haus. Aber wozu dient das Magazin? Was findet man hier?
Im Magazin werden die Bühnenbildteile gelagert der aktuellen Produktionen, die im Spielplan sind. Wir spielen ja nicht ensuite, das heißt, wir spielen nicht eine Produktion 3 Wochen am Stück, sondern wir haben einen vielfältigen Abendspielplan. Das heißt, es kann sein, dass jeden Tag auf jeder Bühne etwas anderes gespielt wird. Und dann müssen die Teile immer so zwischengelagert werden, dass sie ganz schnell wieder auf die Bühne gebracht werden können. Und was lagert jetzt hier gerade zum Beispiel? Also hinter uns sehen wir gerade aus der Schauspielproduktion eine Rückwand von Dracula. Weiter drüben ins Magazin. Sollen wir da mal hingehen? Ja. Wir gucken einfach mal, was hier so ist. Hier sehen wir ein großes Bühnenbildelement aus der Schauspielproduktion Super gute Tage. Das ist das Bühnenbild von Marquise von O, das jetzt hier im kleinen Haus auf der Bühne aufgebaut ist. Und da gibt es ja noch was ganz Besonderes zu, ne? Was passiert denn mit diesem Hintergrund? Ja, das Bühnenbild kann sich drehen. Das sind leichte Gasevorhänge, die werden teilweise mit einer Windmaschine zur Seite gepustet. Das Ganze kann sich drehen und bewegen und kann auch so innere Zustände widerspiegeln. Wenn ihr schon immer mal wissen wolltet, wo die Schauspieler ihren ganzen Stoff lagern, genau hier. Der war flach, der war flach. So, hier sind wir jetzt in der Damenschneiderei und Anprobe für die Damen. Wollen wir mal schauen, was es da zu sehen gibt. So, komm mal rein, kommst du? Ja, ich überhole dich gleich. Okay, hier wird auch schon fleißig gearbeitet. Wir gehen mal da hinten in die Ecke. Hallo, was machst du denn da? Ich mache eine Militärkappe für Terror. Für Terror. Es ist ein neues Theaterstück, was hier demnächst aufgeführt wird. Aber was für eine Kappe wird das? Das ist doch die Damenschneiderei hier. Damenmilitär? Ja, aber ich bin jetzt die Hutmacherin, also die Modistin. Ich mache für Männer und Frauen. Oh, hier, Hutmacherin. Kopfbedeckung. Was ist denn jetzt so das Spezielle an deinem Beruf hier oder an dem, was du machst? Was soll ich dazu sagen? Hüte machen zum Beispiel. Hattest du mal ein ganz besonderes Stück, auf das du richtig stolz warst? Ich bin noch gar nicht so lange hier und eigentlich ist man immer ein bisschen stolz, wenn die Sachen dann auf der Bühne sind. So. Du bist noch nicht lange hier und dann wirst du gleich an den Tisch ganz außen gesetzt. Wirst du hier gemobbt, weil du Hüte machst? Ja. Wirklich Wahnsinn ist, dass für fast jedes Stück hier im Staatstheater die Kostüme selbst geschneidert werden. Da aber nicht nur ein Schauspieler auf der Bühne steht, sondern immer mehrere, kann man sich gar nicht ausmalen, wie viel Stoffbahn hier über die Jahre verarbeitet wurde. Das ist echt, also ich habe gefragt, konnte mir keiner sagen, wird eine Menge gewesen sein. Wir befinden uns jetzt im Fundus des Staatstheaters, wie ich finde, der Schatzkammer. Es ist wirklich imposant. Hier hängen Tausende von Kleidern. Und ich habe genau die richtige Person gefunden, um uns hier einmal durch dieses Labyrinth durchzuführen. Du weißt, wo was hängt. Also wenn ich jetzt sage, okay, ich brauche ein Kleid im 50er-Jahres-Stil, weißt du sofort, wo das hängt? Ja, da wüsste ich sofort, wo das hängt. Dann gehe ich auf eine Stange und dann gucken wir da. Da sind ein paar Sachen zur Auswahl. Oder jetzt diese Charleston-Kleider, egal. Können wir gleich noch mal eben gucken, hinten auf der Seite. Das weiß ich, ja, das weiß ich. Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, ja, klar. Also das sind einfach Geschichten. Wir können ja einfach mal weiterlaufen oder so. Dann können wir auch meistens, kann ich auch, wir haben bei uns, ist es so, wir nähen auch immer nur Namen rein, also in diese ganzen Geschichten. Weil manchmal kommt auch jemand, Mensch, die und die Größe. Ich sage, ich guck mal eben rein, wer drin war. Und dadurch, dass ich jetzt schon ein paar Jahre hier bin, kenne ich diese Person. Und dann ist es eben, dann kann ich sagen, okay, die hat vielleicht 40 oder 38. Sonst finden wir in den wenigsten Kleidern finden wir Größen. Also alles nur, weil die Maß angefertigt sind. Alles Einzelteile. Es ist alles da. Wir haben hier noch. Habe ich ein paar Herrensachen dabei hängen sogar. Oh, hier muss man gucken, was haben wir denn da? Ja, da haben wir jetzt noch ein paar Herrensachen dabei. Die haben wir aus der Rocky Horror Picture Show. Da waren ja die Herren mit Miedern und da mein Kollege keine extra Stange für solche Sachen hat, hängen die hier bei den Damenkostümen.
Aber ich weiß es und man sieht es dann auch, wenn man sie dann mal rausholt, dass die eben keine Brust haben oder so und das ist dann ein Herrenteil. Daran wissen wir das dann. Mhm. Das ja, hab ich auch im Kleiderschrank sowas. Ja, ganz normales Herrenteil, ne? Hat doch fast jeder Mann im Kleiderschrank. Sagt doch nur nicht. Ja, ja, das sind dann die Sachen, die denn hier dazugehören. Das waren alles Männer, die hier hängen. Schön mit Strapse, wie sich das gehört. Ne, das sind so Teile, da passt jeder Mann rein jetzt. Ja. Das ist aus einem Märchenstück gekommen, dieses, und wie ich vorhin schon gesagt habe, die Sachen lagern wir einfach aus, weil die uns hier einfach zu groß sind. Es kommen hier aber auch Schulklassen, die hier auf dem Fundus sich mal eine Führung machen und dann hat man ein bisschen was zum Zeigen, so wie die Ritterrüstung, die hier vorne noch steht oder das Captainhemd. Das zieht dann gerne mal jemand an, das wiegt 20 Kilo, dann heißt es auch schon, oh Gott, nein, das machen wir nicht oder so. Also das erklären wir den Kindern dann mal, damit die eigentlich wissen, was los ist. Man sieht immer nur so eine Figur, aber dass man wirklich dann da mit Kopf drunter und schwitzen muss, das ist dann schon so eine andere Hausnummer. Nee, so sehe ich morgens auch immer aus hier. Bitte? So sehe ich morgens auch immer aus. Ja gut, okay, das kann wohl sein. Aber da kann man ja was dran machen, aber dies hier, das bleibt dann so, ne? Das war sie schon, unsere kleine Führung durch Staatstheater. Wer mit eigenen Augen mal sehen möchte, was hinter den Kulissen so abgeht, gar kein Problem, das Staatstheater bietet Führungen an.